Guten Morgen, es ist Punkt 10 am Donnerstag, dem 10. November 2016, ein Tag nach der USA-Wahl. Der DAX performt. Wir blicken bestimmt heute ganz lange auf den DAX, aber erstmal die Begrüßung. Punkt 10, Forex und CFDs täglich. 5 Werktage, 5 Daytrader, jeder mit seinem eigenen Stil. Heute am Donnerstag traditionell dann der Jochen Schmidt gleich, der übernehmen wird. Es grüßt Sie Berlin, es grüßt Sie Admiral Markets. Jens Schanowski ist mein Name. Ich darf Ihnen wie immer die Einleitung erläutern und erzählen und danach dann an Jochen Schmidt oder den anderen Daytradern abgeben. Legen wir los. Zu Beginn bei Admiral Markets immer Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten, egal ob Sie Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs betrachten, es ist identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und dem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger, Execution Only. Bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Wir wagen Marktausblicke, wir entwickeln Trading-Ideen, wir screenen den Markt, wir können aber Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis dürfen Sie gerne nachlesen, wenn Sie wollen, auf der Webseite zu finden, hier unten rechts als blauer Link auch hinterlegt. Und insbesondere bei Punkt 10 bedeutet das also nicht nachtraden, fühlen sich dazu nicht eingeladen. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, zusammen den Markt zu screenen, den Markt zu analysieren, Fragen stellen zu können, über die Schulter eines langjährigen Traders werfen zu können und vieles weitere mehr. 5 Tage, 5 Trader, eben schon gesagt, heute ist Donnerstag, deswegen wird gleich der Jochen übernehmen. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, wir stehen jeden Tag um 10 Uhr parat. Seien Sie also mal montags mit Thomas dabei, dienstags mit Costa, mittwochs mit Heiko oder freitags mit Dirk. Man wird bestimmt nicht dümmer, wenn auch mal einen anderen Trading-Stil anschaut. Wir sind auf jeden Fall da, wenn es Ihre Zeit erlaubt. Reden ist nämlich Gold. Wir haben etwas zu sagen, über 10 Live-Webinare Woche für Woche, die Sie bei uns bekommen können. Ab und zu auch Specials. Die Specials sind auf der Webseite auch schon hinterlegt. In den Adventswochen, also es geht am 1.12. los, gibt es viermal in den 4 Adventswochen Spezialwebinare. Einmal werden wir unseren neuen Volatility Protection Service ausführlich uns anschauen. Ein andermal Stargast Giovanni Ciccivelli dabei und ein weiteres Mal zum Beispiel alternative Trading-Ideen. Also die Spezialwebinare in den Adventswochen lohnt sich auf jeden Fall. Sie können sich jetzt schon anmelden und die Daten vormerken, wenn Sie den Link hier besuchen. So, und am 3.11. habe ich Geburtstag gefeiert. Das habe ich privat ordentlich gefeiert, aber ich feiere auch gerne mit unseren Kunden. Der Boss gibt einen aus, der Chef gibt einen aus, wie man so schön sagt auf Deutsch. Sie können als neuen Bestandskunde, wenn Sie Forex und CFDs generell traden möchten, bis zu 4 Instrumente kostenfrei traden, quasi ohne Spread. Wir erstatten den typischen Spreadwert nach diesen Tagen zurück. Alle Details dazu auf unserer Webseite. Wenn Sie also sowieso Forex und CFDs traden möchten, nehmen Sie die Aktion mit. Ab 1.000 € geht's los. Und wenn Sie 4.000 € einzahlen oder mehr, sind es 4 Instrumente, die Sie auswählen können. Das kann der DAX sein, das kann Euro-Dollar sein, das kann Gold sein. Sie haben eine Liste, einen Korb aus Instrumenten, die Sie wählen können. Da sind viele mit dabei. Alle Details, wie eben gesagt, auf der Webseite admiralmarkets.de. Nehmen Sie die Aktion gerne mit. Es steht zu Ihrer Verfügung. Ja, und auch ohne Aktion sind wir der beste Forex-Broker 2016, bester Forex, bester CFD-Broker, sagen mehrere Quellen. Zuletzt brokervergleich.de, davor Deutsche Kundeninstitut. Einige Gründe, warum das wohl so ist, sehen Sie eingeblendet. Auch da alle Details natürlich auf admiralmarkets.de. Und wenn Sie 1:1 mit uns sprechen möchten, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Kundenservice, zum Beispiel telefonisch erreichbar. Oder Sie schicken eine E-Mail oder YouTube oder Facebook. Viele Kanäle, wie Sie auf uns zukommen können. So, aber auch ich finde es heute sehr, sehr spannend im DAX. Wohin geht die Reise? DAX 11.000, was auch immer. Wahnsinn nach dem großen Minus in den frühen Stunden um 8 Uhr bis 9 Uhr. Also es bleibt spannend. Deswegen darf jetzt Jochen Schmidt den Markt rocken. Leg los. Was sagst du zum Markt? Du hast das Wort aus dem Bildschirm. Hallo Jochen. Guten Morgen, Jens, oder hallo Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Ja, der DAX, ich konnte heute Morgen sehr gut traden oder heute Vormittag sehr gut traden vom Webinar. Bin auch hier immer noch in einem Long Trade drin, den ich aufstocke. Sie sehen, das meiste habe ich schon rausgeklopft hier im Markt. Ja, ich war ursprünglich mit 10 CFDs unterwegs. Die Trades, die ich gemacht habe, hier ganz kurz, also zur Tageseröffnung,
Punkt, nicht um 8, sondern um 9 zur Kasseneröffnung, bin ich also aus der Korrektur hier long reingekommen in den Markt, habe relativ schnell abverkauft. Hier habe ich wirklich geloost, ja, da war ich einen Kaffee trinken, wie immer, ne, früh morgens, da bin ich nie so richtig wach. Und dann ist das alte Problem, wenn der Markt wegläuft. Und wir gehen auch gleich aufs große Bild, um nochmal zu erklären, warum ich hier long trade. So, hier kam die Korrektur und dann ist es mir gelungen, sehr, sehr schön von hier oben erstmal short mitzugehen, fast punktgenau das Tief erwischt. Dann zog der Markt hoch und hier oben habe ich die Position gedreht. Bin also long in den Markt und konnte dann richtig schön mit hier hochgehen. Als dann wieder eine Korrektur kam, habe ich hier versucht aufzustocken. Da war ich nur noch mit einem CFD drin und habe also 0,5 dazu gekauft. Frei nach dem Motto, den Löwenanteil habe ich heute schon verdient. Ich bin aber über mein Tagesziel bin ich. Und somit arbeite ich dann mit kleinen Risiken weiter. Wo es dann echt anfängt, Spaß zu machen. Hier habe ich auch noch mal einen Teil abgestoßen. So, und jetzt kam die große Korrektur herein. Ich habe hier unten gerade eben manuell einen hinzugenommen. Hier oben werde ich gleich eingestoppt, weil ich davon ausgehe, dass der Markt nochmal hochziehen könnte. Das ist der 1-Minuten-Chart. So, jetzt gehen wir kurz aufs große Bild, auf den Tageschart. Und was wir hier sehen, ist wirklich historisch. Also ich habe mehrere Screenshots gemacht, gestern auch vom Dow. Das habe ich zum letzten Mal in der Finanzkrise gesehen, 2007, also in einer solchen Ausprägung. Lückensprünge, die komplett revidiert werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Bild im DAX, wenn man es rein mal von der markttechnischen Definition hernimmt, haben wir hier lange Zeit einen Aufwärtstrend gehabt, der, Achtung, eigentlich gebrochen wurde. Ja, durch dieses Runterrutschen, durch diese Lücke, durch das letzte Tief. Wenn man es genau nimmt, ist man eigentlich jetzt trendlos. Was hier hochrast, ist auch kein Trend, wenn man es so anschaut, sondern nur eine Monsterbewegung, die das Potenzial hätte, ans Allzeithoch heranzugehen. Deswegen meine Long-Ausrichtung ist also weniger aufgrund einer schönen markttechnischen Analyse begründet, sondern auf dem untergeordneten Bild, wo sich ein Aufwärtstrend ergeben hat. Und der steht auch ganz weit in der Bewegung. Hier oben rumzumachen, finde ich relativ riskant, habe es aber gewagt, weil irgendwie es liegt so in der Luft, dass der Markt vielleicht wirklich an das letzte große Hoch heranlaufen kann. Sie merken also, hier hat es im Moment mit sauberer Herleitung nichts zu tun. Es ist eher Intuition, dass ich in dem Markt drinne bin. Wenn ich also vom großen Bild sauber runter dekliniere oder analysiere, muss ich wirklich sagen, man muss ja nicht unbedingt was machen, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr streng an seine Handelsregeln gebunden ist, weil nochmal, es eigentlich noch keine gescheite Trendlage vom großen Bild her gibt. Für viele ist das unglaublich, wenn man sowas sagt, weil man einfach beeindruckt ist, ja, über die vielen Punkte, die hier bereits gelaufen sind. Und die Betonung liegt auf gelaufen sind. Je weiter das Ding hochkommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht eine größere Korrektur sehen. Deswegen arbeite ich eben auch mit kleinen Positionen. Machen wir das Leben nicht schwer. Wenn der Markt es wirklich schafft, nach oben durchzugehen, hier liegen Take-Profit-Orders, Moment, die muss ich anpassen, dann könnte ich mit dieser kleinen Positionsgröße durchaus nochmal einen Hunderter verdienen. Wenn die Sache ausgestoppt wird, nochmal, ich bin im Gewinn heute, es ist nichts Schlimmes passiert, also von dem her gesehen, bin ich da ganz entspannt. Mich würde es auch nicht wundern, dass dieses Heranlaufen sich vielleicht nochmal so gestaltet. Im Moment müssen wir einfach zuschauen, wie sich der Trade entwickelt. Kurz noch auf den Dow geschaut, das muss ich wirklich sagen, das ist das Geilste, was ich seit langem gesehen habe. Also ich sage ja so gerne, die Mutter aller Aufwärtstrends zum US- oder japanischen Yen, und das ist wirklich für mich die Mutter aller Umkehrstäbe. Sowas habe ich, glaube ich, in der Form noch gar nie gesehen. Und ich hoffe, dass Sie, wenn Sie short waren im Markt, dass Sie einen Stop-Loss benutzt haben. Weil das ist das typische Paradebeispiel, wie es einen wirklich grillen kann, wenn man ohne Stop-Loss arbeitet und sich seiner Sache zu sicher ist. Ja. So eine Bewegung, also so eine Umkehr, unglaublich. Und wenn man das große Bild anschaut, sieht man nämlich, wir sind im großen Aufwärtstrend drin. Wir haben das höchste Hoch überschritten. Ja. Eine einzige Bewegung nach oben. Wer sich hier gegen den Trend stellt und mit seinem Risiko nicht arbeiten kann, der wird einfach zerstört. Ja. Also ich hoffe, Sie berücksichtigen immer meine Hinweise mit Stop-Losses, auch wenn es bitter ist, dass man eben Verluste hat, von denen man denkt, oh, die hat man nicht verdient oder dergleichen. Aber genau für solche Fälle dient, dass Sie aus dem Markt rausgehen, wenn es nicht für Sie läuft. In diesem Sinn gebe ich jetzt erstmal zum Jens zurück. Ja, wahnsinnige Tage liegen hinter uns. Glaube ich, jeder, der an der Börse aktiv war oder drauf geschaut hat, kann es nur so benennen. Hochvolatil, große Minusbeträge Montag früh und dann hat der DAX sich noch in den Plus gerettet, nicht zu knapp. Und heute auch wieder groß nach oben die Richtung. Wohin geht die Lage? Jahresendrallye dank Trump. Hast du allgemeine Ideen, Gedanken dazu, schreibt ein Teilnehmer.
Ja, ich mache mir darüber keine Gedanken, ob es jetzt eine Jahresendrallye gibt oder nicht. Ich bin ja Spekulant und kein Investor. Ja. Ich bitte immer zu unterscheiden, dass die Berichterstattung sich hauptsächlich an Anleger und Investoren richtet. Ich bin Spekulant, ob der Markt fällt oder steigt, ist mir eigentlich egal. Ich versuche innerhalb der Bewegungen, die da entstehen, eben mein Geld zu verdienen. Und weil ich so denke, bin ich politisch völlig neutral. Ich interpretiere auch nicht rum. Und deswegen verbeiße ich mich auch nicht in eine Position, die nicht laufen möchte. Auch hier jetzt gerade, ne, in dem kleinen Gehackel, was wir haben, ich bin da völlig entspannt. Also ob der jetzt zum großen Hoch geht oder nicht, so wie ich mir es ausdenke, kann ich eh nicht beeinflussen. Aber ich kann beeinflussen, wie viel ich verliere. Das ist immer mein Hauptding. Also ich gehe nie auf den Gewinn, indem ich jetzt sage, oh, der Markt muss crashen oder Jahresendrallye muss her oder weil der und der Guru oder der und der bekannte Moderator was gesagt hat, von dem lasse ich mich nicht beeinflussen. Also würde ich meinen Ernst, auch eine große Bitte an Sie, wir sind hier, oder ich zumindest, bin hier auf dem 5-Minuten-Chart oder 10-Minuten-Chart unterwegs. Ich kann nicht hergehen und sagen, aha, jetzt kommt die Jahresendrallye und deswegen wird der Markt nur noch steigen. Also da bin ich schon längst weg von. Ich gehe immer davon aus, dass etwas auch völlig anders laufen kann, als ich es mir ausdenke, und somit bin ich wertneutral. Ich hoffe, derjenige kann verstehen, wie ich denke, und es soll keine Kritik an ihm sein. Ja, aber ich kann die Frage definitiv nicht beantworten und ich will sie auch nicht beantworten, weil wenn ich sie beantworten könnte, dann würde ich die Zukunft wissen und die weiß ich nicht. Aber ich weiß, wenn man mit dem Risiko arbeitet. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann haben wir einen Wunschmarkt von einem Teilnehmer, das ist US-Dollar, japanische Yen, USD-JPY. Mhm. Guten Morgen, schreibt der Teilnehmer, sehe ich im USD-JPY im M15-Chart richtig? Eine 5-Sterne-Marktphase? Nein, sieht er nicht. kurze, knappe Antwort. Es sieht nicht schlecht aus hier, aber 5 Sterne ist es nicht. Also ganz klar, das ist es nicht. Wir haben hier eine Chance, dass der Markt wirklich den Wechsel hinlegt, von dem wir auch immer wieder gesprochen haben. Ich meinte ja, ne, lange Zeit dieser Abwärtstrend, könnte hier nochmal runtergehen, hat es nicht geschafft. Und im letzten Marktanalyse-Webinar hatten wir es, glaube ich, heute das Thema. Also ich meinte, hier haben wir schön Aufwärtstrend in der Korrektur, wenn überhaupt, wäre es eine 5 Sterne hier. Hier nicht mehr. Also ganz klar. Derjenige muss nochmal genau nachgucken, was er unter 5 Sterne versteht. Die Stelle ist nicht schlecht, um einen Ausbruch eventuell im Markt zu bekommen, wenn er an das letzte Korrekturhoch heranläuft. Aber nochmal 5 Sterne ist es nicht. Aber hier liegt ein Wechsel in der Luft. Ja, ich mal es mal so, dass er vielleicht nach oben zieht. Wenn wir uns den näher angucken, also es gibt im Moment übrigens sehr, sehr viele schöne Signale im Markt, gar keine Frage, sehr hohe Dynamik drin, ja. Nur ich möchte immer wieder davor warnen, wenn man dann solche ausgedehnten Geschichten hat, der Markt, der kann schon weiterrennen, ja. Aber man soll jetzt nicht hergehen und sagen, oh, das kann jetzt nur noch steigen, ihr müsst nach wie vor mit eurem Risiko arbeiten, vor allem wenn es so aussieht. Das ist, wenn man es alleine betrachtet jetzt, wird man sagen, oh ja, 5 Sterne, guck mal, alles bestens. Ne? Nur vom großen Bild sind wir schon arg hoch, muss ich wirklich sagen. Ja? Deswegen sage ich jetzt, es ist keine 5 Sterne, man kann drüber streiten. Jo, aber hier liegt wirklich in der Luft, wenn er es schafft, dieses Vortages hochzunehmen, dass er vielleicht weiter nach oben geht. Ja? Wir sehen untergeordnet auch schon aufwärts von drin, geht gerade in die Korrektur. Also sehr interessante Geschichte, jetzt eben die Korrektur zu beobachten, wie die läuft. Und dass man dann entsprechend, was er sich hier oben einstoppen lässt, was ich nie sehr mag, oder dass man eben noch ein bisschen wartet, dass die Korrektur runterkommt. Kleiner Moment, im DAX sehen wir das zum Beispiel. Das ist genau der Grund, warum ich mit kleinen Positionen arbeite in weit gelaufenen Märkten. Ja. Man sieht, ja, erst hat das richtig gut ausgesehen. Gut, ich gebe ein Webinar, ja, ich kann es nie so managen, ich sage es ja immer wieder dazu. Aber nochmal, mir kann hier nichts mehr passieren. Also auch wenn der jetzt komplett nach unten rutscht, mein Geld habe ich verdient, ich bin weit in der Bewegung, habe die Gewinne deswegen auch genommen, die meisten. Wenn er weiterläuft, ist es schön. Und wenn er runterkommt, verlierst du den 20er oder 30er. Was soll's, hast aber 150 oder 200 verdient. Und das ist genau die Stelle, wie ich es mag. Verbeißen tue ich mich nicht. Ja. Also nochmal, ich bin völlig wertneutral. Aber wenn der DAX jetzt runterrutscht durch die Tageseröffnungslinie, werde ich das sehen und sagen, aha, alles klar. Ich muss mich neu orientieren. Deswegen auch im US-Dollar-Japanischen Yen. Wir haben weit gelaufene Bewegungen. Weit. Auch im Dow, überall, ja. Diese Reversals, die da kamen, oder Rebounds, oder wie man es nennt. Es ist immer ein Risiko dabei, dass wenn er in einer solchen Bewegung oder einen Markt so durchzieht, natürlich kann der weitermachen. Aber je weiter er kommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Eine klassische, sag ich mal, Grundlagen des Trendaufbaus und wie man sie halt das eigene Trading nutzen kann. Okay, zurück zu dir, Jens. Am Dienstag, 15 Uhr im Webinar, hast du eine Software für das Führen eines Trading-Tagebuches erwähnt, aber der Name ist dir nicht eingefallen. Weißt du den Namen jetzt vielleicht, fragt ein Teilnehmer. Nein, ich weiß ihn immer noch nicht, weil das war von einem Seminarteilnehmer in Lohr am Main, der hat uns die Sache gezeigt und ich habe den noch nicht erreicht.
Aber ich werde es machen und kann es dann veröffentlichen auf Facebook oder nochmal hier im Webinar. Aber im Moment nochmal, ich stecke in den Vorbereitungen für die WOT und da ist der Kopf immer ganz woanders. Aber sobald ich ihn spreche oder auf Facebook ihn anschreibe, kann ich es ja weitergeben. Okay, bitte also um Geduld. Und ein Blick auf Brent, auf Öl wird gewünscht von den Teilnehmern. Jo, natürlich. Hier sieht man, ich hatte ja so geschwärmt oder gesagt, ja, hier mache ich einen Long Trade, bin natürlich zur US-Wahl ausgestoppt worden und danach zog der Markt hoch. Ich habe den Wiedereinstieg nicht gepackt. Ich gehe gleich zu Brent, aber ich will nur mal hier den Trade erklären. Ich hatte Wiedereinstiegslimite hier liegen und ich punktgenau, er hat es mich nicht erwischt. Ich bin hier der Meinung, wir könnten vielleicht doch einen Aufwärtstrend sehen. Ja, also das ganz kurz zum Ausgang dieses Trades. Ich habe sage und schreibe 72 Cent verdient und hier oben hatte ich glaube ich nochmal abverkaufen 10 Euro gemacht. Also schade. Ich denke, hier hätten wir nämlich eine Art Fünf-Sterne-Konstellation. Noch nicht so astrein, ja. Aber es wäre denkbar, dass sich da hier etwas aufbaut, was man nutzen kann, um vielleicht nochmal mit nach oben zu gehen. Sobald der Markt durch das Tief nochmal rutscht, wäre die Sache für mich gegessen. Okay, aber ich gehe rüber zum Brent. Das war der Wunschmarkt. So, hier sehen wir den Abwärtstrend, der von oben kommt. Also meine Trading-Idee ist ja ganz klar. Ich will sehen, ob der Markt hier, diesen untergeordneten Kleinen, der jetzt schön in der Korrektur steht, er ist zwar angeknackst, richtig, Dynamik kommt noch nicht, aber wenn es der Markt nach oben schaffen sollte, hätten wir hier einen großen Wechsel drin. Das ist sehr, sehr interessant. Also richtig ein Wechsel, ein richtiger Wechsel. Das Öl wirklich vielleicht einen Aufwärtstrend reindreht, das berühmte 1, 2, 3 tief macht, ja, das ist eine der besten Stellen eigentlich, die man erwischen kann, wenn ein Markt beginnt, einen längerfristigen Trend abzulösen. Nur ist es so, es ist noch kein großer Aufwärtstrend. Ja? Wir sind noch nicht über den Hochs. Und somit kann hier die Sache undankbar werden, ähnlich wie im WTI, dass der Markt halt doch nochmal nach unten rutscht. Ja? Aber beobachtungswürdig ist das definitiv. Also ganz klar, sobald der Markt hier Dynamik nach oben entwickelt, würde ich echt gucken, ob ich nicht irgendwie reinkomme. Auch gerne auf den mittelfristigen Bereich. Wenn er durch die Tiefs rutscht, also richtig hier runter, es müsste die 42 Dollar sein, würde ich jetzt auch nicht all in short gehen, das würde ich nicht machen, aber ich würde genauer hinschauen, also ob sich nochmal ein Abwärtstrend entwickeln kann, wahrscheinlich wird es so sein, also jetzt umgehe ich auch mal ein bisschen in die Zukunft rein, und ihr wisst, das kann auch völlig anders kommen, wahrscheinlich würde es so sein, wenn der rutscht, dass eher ein Gehacke, ein längeres hier an der Kante sich aufbauen könnte. Das wäre so der klassische Verlauf. Ja. Aber ich bin hier eher long als short eingestellt, muss ich offen sagen. Bitte jetzt nicht long gehen, nur weil ich sage, der Markt könnte einen Aufwärtstrend machen. Wir haben noch keinen. Ja. Bitte nicht beeinflussen lassen jetzt von meiner Meinung. Handelt das, was ihr seht, auf der Zeiteinheit, auf der ihr unterwegs seid, mit den Risiken, die ihr vertreten könnt. Ja. Aber nochmal, es wäre interessant, wenn der Markt Dynamik nach Norden entwickelt. Okay. Jens, ich gebe zu dir. Ja, wir haben es ja mal kurz knackig prägnant, aber wir werden heute auch noch mal kurz überziehen, wie gestern auch schon. Ein Blick auf Gold und Silber wird auch noch gewünscht. Ja. Genau. Ich würde vorschlagen, wenn wir begrenzte Zeit haben, bleiben wir noch beim Gold. Oder wenn Jens mich peitscht, machen wir auch noch Silber. Also hier ist, das ist wirklich pervers. Anders kann man es nicht sagen. Abwärtstrend, ich meinte hier Korrektur. Ja. Abverkäufe sind möglich. Ich habe es im Marktanalyse-Webinar fast punktgenau eingezeichnet. Dass wenn der Markt nicht mehr rutschen sollte, dass hier durchaus das Potenzial existiert, dass er einen Aufwärtstrend wieder nach oben ausbildet. Aber, liebe Traderinnen, liebe Trader, wir sind hier nicht über dem Berg mit Long, immer noch nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Also im Moment sind es wirklich Märkte, wo man mit den normalen Trenddefinitionen, Hoch, Tief, Ablauf, bla bla bla, zwar arbeiten kann, aber man doch instinktiv das Gefühl hat, naja, so richtig passend tut's nicht. Der Markt hat einfach eine gewisse Dynamik, man muss ihn spüren. Klingt jetzt echt saublöd, ich weiß, aber es ist einfach so. Also nochmal, wir haben einen Aufwärtstrend, meines Erachtens. Wir haben einen drin. Der ist nicht so wie der da, aber es ist immer ein Aufwärtstrend. Das heißt, was also runterkam, könnte nur die Korrektur gewesen sein, das baut sich auf. Alle Leute sagen, schaut mal, das ist ja der Umkehrstab, auch wieder die Mutter aller Umkehrstabs im Gold. Also sprich, der Markt schießt hoch, wird komplett zusammengeschlagen. Für viele Trader ist das ein Zeichen, dass der Abwärtstrend sich hier fortsetzt. Und somit wird es hochinteressant, wenn der Markt spätestens an den Tiefs hier unten, das ist das, die 12,65, um den Dreh müsste es sein. Also der Markt abrutscht und das Tief durchbricht, könnte ich mir vorstellen, wir sehen nochmal Bewegungen nach Süden. Im Moment ist es ein bisschen undankbar im Gold, wenn man long gehen will oder wenn man short gehen will. Man hat
zwar hier ein Abwärtstrend drin, der ist aber heute gebrochen worden. Und somit sind wir jetzt hier, auf der Stunde sind wir trendlos. Auch wenn das hier ein Trendline sein soll, ich traue dem dieser Geschichte nicht. Also sprich, es kann sein, der oszilliert hin und her, bis er sich entscheidet. Für alle Long-Anstiege, ein wichtiger Tipp von mir, für alle Long-Anstiege, bitte achtet darauf, ob die auch dynamisch laufen. Also wenn der Markt zwar steigt, aber das langsam macht, ist eine große Gefahr da, dass der nochmal abkippt. Wird so auch wieder ein Erfahrungswert. Wenn er runterrutscht, ich denke, dann sehen wir weitere Bewegungen nach Süden. Und übrigens, wenn man es genau nehmen möchte, wenn wir das große Bild mal gehen, das entscheidende Tief, damit der Aufwärtstrend hier intakt bleibt, ist wirklich das ganz da unten. Das ist um die 1200 rum. Also wenn der Markt wirklich rutscht und die 1200 kommt und durchgeht, okay, dann wäre der Aufwärtstrend im Gold, den wir hier links sehen, für mich wirklich erledigt. Was im Moment hier läuft, ist schwierig einzuordnen. Es ist für mich aber eher wie eine Korrektur. Also sprich, dass der Markt immer noch mal Chancen hat, nach oben zu gehen. Nur sind hier kräftige Widerstände drin. Ja, hier oben und auch hier. So. Das ist meine Meinung zu Gold oder wie man vorgehen kann. Ja. Sollen wir noch Silber machen, Jens? Ja, gib Gas. Ja, okay. Halt, stopp, ich muss zur Marktübersicht. Silber, okay. Ich habe Silber nie auf dem Schirm, weil Gold bewegt sich halt besser oder schneller, sage ich jetzt mal. Soll keine Wertung sein. So, genau, hier sind wir, Silber. Schauen wir es uns an. Also bei weitem nicht so pervers hart ja, wie Gold, aber auch hier sehen wir, wir haben einen Abwärtstrend immer noch drin, ja, war es nur die Korrektur war, ging runter, hat jetzt hier einen Aufwärtstrend ausgebildet, der für mich nicht erst rein ist. Wir sind immer noch nicht hier durch dieses Level durch und mit Level meine ich jetzt die Differenz von 1880 zu 1840, hier müssen wir durch. Wer also long gehen möchte, muss sich darüber im Klaren sein, er handelt eigentlich in eine Kante rein. Das kann bedeuten, der Markt hin und her, hin und her. Ja? Also Vorsicht, mit beherzt Long einsteigen. Wenn der Markt es schafft, rüber zu kommen, okay, könnte ich mir vorstellen, hier baut sich was auf. Wäre also wirklich eine Chance, dass sich der Markt so entwickelt. Für mich ist das entscheidende Tief, dass, sage ich mal, dieser untergeordnete Aufwärtstrend nicht mehr gültig ist und hier nochmal vielleicht eine Abwärtsbewegung reinkommt. Je nachdem, wenn man vorsichtiger Natur ist, könnte man es hier schon ansetzen, dass man sagt, so um die 18 Dollar rum, also das sollte wirklich nicht runterrutschen, oder eben dann hier unten. Aber ich wäre jetzt lieber bei der 18 Dollar dabei. Also wenn der Markt wirklich nach Süden eindreht, hier oben einfach keine Kraft hin, drüber zu gehen und dann abschmiert, wäre wirklich die 18 Dollar für mich entscheidend, dass ich dann von Long-Engagements erst einmal Abstand nehme. Und auch hier sei immer wieder darauf hingewiesen, es kommt darauf an, wie der Markt das macht. Ja. Also wenn der so durchgeht, dann wäre das absolut für mich bindend, wenn er einfach runterfährt. Da müssen wir genau hingucken, was er macht. Ja. Aber so, Silber, einfach nur eine Message, Kante voraus. Ihr handelt in eine Kampfzone rein. Das kann unangenehm werden, für kurz- und für längerfristige Händler. Okay, Jens, zurück zu dir. Jetzt machen wir die Grenze. Wir haben überzogen. Vielen Dank. Alle Fragen können wir nicht beantworten. Das ist aber leider so, weil wir immer zu viele Teilnehmer haben. Ein schönes Problem. Immer 200, 300, 400 Teilnehmer. Da müssen wir leider bei dem knappen, kurzen, prägnanten immer ein bisschen Ausnahmen machen. Aber neue Chance, neues Glück. Morgen, übermorgen und alle Werktage, immer wenn die Börsen geöffnet sind. Grüße aus Berlin. Morgen also Punkt 10 wieder die Chance und viele andere Webinare. Also besuchen Sie auch mal die anderen. Guten Morgen DAX zum Beispiel morgen um 8.30 Uhr oder heute um 15 Uhr eine neuere Webinarreihe. Handeln mit Strategie. Jede Woche werden wir uns einen Indikator im MetaTrader 4 von der Theorie und in der Praxis im MT4 genauer anschauen. Also alle Freunde von Indikatoren oder Trading-Strategien, seien Sie mit dabei auf admiralmarkets.de, können sich anmelden, wenn Sie die noch nicht kennen. Grüße und Schlusswort vom Jochen. Jawohl, vielen Dank, Jens. Auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wirklich herzlichen Dank. Es sind viele Leute da. Ich bin echt überrascht. Und auch Grüße zurück an alle, die gerade geschrieben haben. Sie sehen, ich werde gerade im DAX ausgestoppt, wird zerlegt. Und das Schönste ist, wenn du das mit kleinen Positionen machst und vorher schon gute Gewinne gemacht hast, dann ist das ganz entspannt. Und ich bitte Sie, dass Sie auch da hinkommen irgendwann. Es ist nicht der Einstieg, es ist nicht die Markttechnik, also nicht Elliott Waves oder Heikin Ashi, Fibonacci oder was weiß denn ich. Es ist nur Ihr Risikomanagement, was Sie im Markt überleben lässt und dann auch vorankommen lässt. Große Worte, ja, am frühen Morgen. Aber machen Sie es gut, halten Sie die Füße still. Nochmal, wir sind in weiten Bewegungen, größere Korrekturen können reinkommen. Und wünsche Ihnen viel Erfolg und falls wir uns nicht mehr hören, ein schönes Wochenende. Erst am Dienstag, 15 Uhr nächste Woche, sind wir dann wieder zusammen. In diesem Sinne, Jochen Schmidt, machen Sie es gut. Ciao.